Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. Und Süleyman ist auch dein Verbündeter sozusagen. Freund. Ist nicht schlecht, den zukünftigen Sultan als Freund zu haben. Das Ende einer Ära. Sequenz 8. Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern, gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Ich habe den 96er immer für etwas schwach gehalten. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktien bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastche Ezio Auditore. Aber wem sage ich das? Ich bin Staatsfeind Nummer 1. In der Tat. Muss ich hier ein bisschen aufpassen. Neue Gegenstände beim Schneider. Ohne Angst. Die Assassinen, die unsere wunderbare Stadt plagen, wurden ganz in der Nähe gesichtet. Nice. Seid wachsam, wir müssen sie ausmerzen. Ja, ja, deine Klappe jetzt. Er muss lebensmüde sein. So. Warum ist hier eigentlich das offenbar Tor? Offenbar ist Prinz Ahmed ein Verräter. Es gibt Beweise, dass er an Schakulus' Intrige beteiligt war. Er wollte sicher etwas gegen die Macht seines Bruders Selim stellen, aber sein Verrat hat sein Schicksal besiegt. Das wird wieder langweilig heute, Jungs. Dann gehen wir mal kurz zur Bank. Ganz kurz. Ganz kurz zur Bank. Oh, ich habe das alles gar nicht gebaut. Ich gehe zur Bank. Dann baue ich lieber die Bank auf, bevor ich alles andere aufbaue. Lieber die Bank aufbauen. Boah, das kostet 3.800, Alter. Viel zu teuer. Egal, ich heb ein bisschen Geld ab. Ich musste ein bisschen Geld drauf haben. Sieht's aus, kohlemäßig. Oh, wir sind rich, Bitch. Sowas von Rich Bitch. 44.000. Und gleich nochmal ausgeben und dann. Es gibt neue Sachen beim Schneider. Okay. Exklusive Angebote. Lebenslange Pflegepläne. Ja, ja. Vielleicht gibt es eine neue Farbe. Mausgrau. Nee, die gab's ja schon. Die gab's auch schon. Vielleicht eher unten. Kobalt. Auch nicht schlecht, ne? Boah, yeah. Soll ich mich jetzt wieder so klassisch weiß? Masaf weiß. Maisaf. Maisaf, oder? Ja, Maisaf weiß. Ja, gekauft. So, und jetzt gehe ich mir mein Schwert kaufen. Für den Endkampf kaufe ich mir mein Schwert. Oh yeah, nice. Cool. Okay, wo ist denn hier der nächste... Wo ist denn hier der nächste Ding?
der nächste. Oh, was sind wir hier? Was ist das? Was? Achso, das ist der Piri. Wo müssen wir denn hin? Hä? Hä? Ah, da. Ah, wir müssen zu ihren Ding. In den Buchladen müssen wir. Oh oh. Hoffentlich kommt der nicht zu spät. Sicherlich ist sie schon weg. Sicherlich. Aber egal. Hoffe, Ezio, hoffe. Aber Ahmed hat sie bestimmt schon einkassiert. Was macht er da? Oh, Kiste hier plündern. Okay. Geschickt? Ja. Ein echter Athlet. Der Bazar ist leer. Der Laden ist irgendwo hinterm Bazar. Ja. Bitte Vorsicht. Nicht. Verzeiht. Ich gehe. Ah, warte. Hier. Ein Laden. Mein Laden. Ah. Sieht's denn aus? Warum kriege ich eigentlich nicht nur so ein bisschen was? Oh, scheiße. Oh, ich wollte aber das Schwert kaufen. Oh, aber da gibt's jetzt die neue Rüstung. Warte mal, lass mal 10.000. Uff. Uff. Nee, alles kann ich nicht kaufen. Ich muss mich entscheiden. Aber ich wollte doch... Oh. Oh. Das ist das billige Assassinenschwert. Was? Was? Warum ist das so billig? Gegenstand bereits im Besitz. Achso. Yeah. Janitscharen-Klitsche. Glittisch. Klitsche. Eine Klitsche. Sizilianische. Was ist besser? Im Tempo ist dieses Janitscharen-Schwert natürlich nicht so gut. Aber der Rapier ist halt schon im Tempo und im Schaden. Und oh, der ist schon geil. Der macht mich halt schon an. Ich kaufe den jetzt. Ist mir egal. Ich will den haben. So, jetzt Rüstung. Ich glaube, ich kaufe den Brustpanzer. Das wäre das Beste. Alles andere wäre fatal. Ja, Mann. Okay, und das war's. Ich bin arm. Okay, ich bin arm. Keine Rüstung beschädigt. Perfekt. Arrogant und gefährlich, wie es aussieht. Nice. Okay. Weiter zum Buchladen. Gerade sagen, hier gibt es noch ehrliche Arbeit, aber es sind Bombenverkäufer. Lasst mich durch. Ich muss zum Buchladen, lasst mich durch. Oh. Sophia! Macht euch das Spaß? Bin fort mit euch! Verdammt. Was ist passiert? Was ist passiert? Warum stehen hier Assassinen? Ach, ihr bewacht sie. Okay, es ist nichts passiert. Oder doch? Hä? Scheiße. Wie sieht's denn hier aus? Hm, die sind alle tot. Sie scheint sich gewehrt zu haben. Oh nein. Eine Leiche. Ist das Yusuf? Er
es ist Yusuf. Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Brüder! Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Er ist sauer. Wäre ich auch. Okay. Los, schnappt sie! Ohne Scheiße! Ah. Okay. Tötet den Bastard! Ja, komm! Ich hab schon... Oh, nein! Warum rennen eigentlich mich alle um? Meine eigenen Leute rennen nicht um. Was soll der Scheiß? Pack den! Los, los, schnappt sie! Und jetzt teste ich mein neues Schwert an euch! Yeah! Zack! Komm. Sehr gut! Ja. Geht durch! Durch Fleisch und Knochen. Schnappt sie. Los. Wir sind Assassinen. Alles ist erlaubt. Zack. Ja. Yeah. Sehr gut. Los, weiter. Jetzt. Stirb. Versucht es. Da, auf ihn! Zack! Oh ja, Mann, mein Schwert ist richtig gut. Sehr gut. Weiter geht's. Jetzt! Was jetzt? Nichts kann mich aufhalten. Pack den Bastard! Ich renn einfach durch. Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Du versuchst dich am Spiel. Na komm. Aber du verstehst die Steine nicht. Du warst lange genug... Verstehe ich nicht. Das war's. Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln... Dann tötet mich, und zwar schnell. Verdammt. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Wir
Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Chesadem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater? Nein. Er ist so ein besserer Sultan als sein Onkel. Wirklich. Er gibt wirklich einen besseren Sultan ab, der Süleyman. Heftig. Nice. Okay. Alter, die Assassinen haben hier aufgeräumt. Sehr gut. Keiner mehr ist hier am Leben. Warte mal. Gibt's hier einen Turm oder so? Warum ist hier alles schwarz? Na, okay. Da drüben ist noch das letzte Buch. Das würde ich noch kurz holen. Bevor ich dann zum Endkampf gehe. Ja. Dann habe ich wenigstens alle Bücher eingesammelt. Alle Türme. Gut, das ist nicht so wichtig. Aber vielleicht führen mich die Bücher auch irgendwo hin. Was, muss ja irgendwie einen Sinn haben, diese blöden Bücher. Da drüben. Denn? Ja. Warum? Warum soll ich... Wen soll ich denn immer lokalisieren, sag mal? Meine Assassinen sind alle weg. Ich kann keine Assassinen mehr rufen. Das ist ja auch komisch. Naja, am Schluss wird bestimmt Süleyman der Sultan. Und ich denke auch ein gerechter Sultan. Obwohl sein Onkel ihn hat versucht umzubringen lassen und. Und ein Templer ist und keine Ahnung. Sagt er trotzdem, verschone ihn. Zu gut für diese Welt, dieser Mann. Wo ist das Buch? Auf dem Schiff oder was? Aua! Stimmt auf dem Schiff. Ah, nein. Ah, das ist kein Black Flag. Da kommt man nämlich nicht aufs Schiff hoch. Von außen. Ah, jetzt hat er. Von so aus muss ich wahrscheinlich ganz nach oben klettern. Gewesen. Nein! Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich, du blöde Scheißsteuerung immer. Schlimm. Nochmal. Weil es so schön war, nochmal. Ist bestimmt hoch auf die Spitze. Ja,
Ja, okay. Nein. Doch, ich muss da hoch. Aber nicht so, so wie es aussieht, ja? Wohl. Verdammt. Das geht auch nicht. Oh, kein Herzschock hier. Echt? Ah, die Seile. Okay. Was das letzte Buch ist? Weiß es nicht. Aha. Da ist es nicht, aber hier könnte es sein. Ja, da ist es auch. Nice. Dann machen wir jetzt ein Köpfer! Oh Gott, bitte, bitte! Ich muss sagen, das war ganz schön knapp. Okay. Na, auch dieses Buch haben wir gefunden. Alle Bücher gefunden. Ich glaube, das ist einfach nur eine Sammelaufgabe, um ein Buch zu kriegen, ne? Das Königsbuch. Nice. Und jetzt? Nichts. Es hat einfach nichts gebracht. Ich habe diese ganzen Bücher gesammelt und es hat nichts gebracht, außer Geld. Bin ein bisschen enttäuscht. Gibt es denn keine Janitscharenrüstung oder sowas? Oder die epische Janitscharenrüstung oder keine Ahnung, gibt's nichts? Irgendwie nicht, ja? Okay. Ärgerlich. Oh, Entschuldigung. Echt ärgerlich. Naja. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist... Wie war das? Ah. Okay. Ja. Gibt es noch einen Templer? Ich glaube nicht. Alles gehört den Assassinen. Ich habe alles unter meine Kontrolle gebracht. Ja, ja, die ganze Stadt gehört den Assassinen. Für das Credo! Nice. Gut. Was ist denn jetzt? Inventar und Tour. Da ist mit. Oh. Oh, da ist sie ja. Wie habe ich die gekriegt? Altair. Und die Brutus. Nein, wir nehmen jetzt mal die hier. Die sieht ja auch nice aus. Cool. Wir nehmen jetzt die für den Endkampf. Nice! Jetzt sind wir ein richtiger böser Assassine. Boah, die sieht ja auch nice aus jetzt hier. Geil. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg zum Endkampf. Aber dann müssen wir eine Schnellreise finden. Wo ist denn hier jetzt die nächste Schnellreise. Hier gibt's gar keine. Was? Ich kann gar keine Schnellreise nehmen. Ich muss komplett durch die ganze Stadt. Okay. Alles klar. Oh,
Die Janitscharen machen mir gar nichts. Ich brauche gar kein Geld mehr, aber egal. Obwohl, doch. Ich kann ja noch ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle scheffeln hier. Ein bisschen rumlaufen, noch ein bisschen die Stadt genießen. Der trägt hier sein Brot auf den Kopf. Okay. Hier ist noch ein Augenzeuge. Mist. Oh, beinahe wäre ich den reingelaufen. Ich hörte die alte Mühle so gut. Ah, doch, da ist die Schnellreise. Ja. Jetzt, ich kann doch. Zack! Zurück mit euch! Das war's. Oh, und Ressourcen sind wieder 12.000. Aber jetzt lohnt sich sowieso nichts. Obwohl doch, es lohnt sich noch. Für die gute Sache. Kein Zeug zu kaufen, habe ich mehr Lebensenergie. Obwohl, mit der Lebensenergie schaffe ich es bestimmt auch. Wir gehen jetzt Ahmed töten. Obwohl, nee, wir haben ja den Sultan Süleyman, den zukünftigen Sultan, wir haben ja Süleyman versprochen, dass wir ihn nicht töten. Obwohl, versprochen haben wir es nicht. Wir haben nur so. Hi, Robby, schön, dass du eingeschaltet hast. Los geht's.